Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Und wir starten in die nächste Runde. Ein riesiger Hokage, der Gegner weiter wegschleudern kann. Eine Lich Queen, die kurzsichtig ist, und eine Barbarian Queen, die OCD hat. Nein, nehmen wir bei den Hokage lieber. Und holen wir uns jetzt mal erst die Buchrune. Wo ist die denn? Die müsste beim Umhang nämlich sein. Da ist auch die Seifenrune. So, können wir gut gebrauchen. Weil woanders haben wir ja keine Flugrune leider. Und ja, so können wir fliegen. Einfach. Ja, das ist gut. Muss ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen, aber gut ist es. Crit-Shots höher machen, auch wenn wir mit Hokage nicht critten, mit anderen Klassen können wir es. Und ich habe vergessen, dass wir ein neues Schwert kaufen könnten. Beziehungsweise eine neue Brust. Dafür haben wir jetzt einen riesen Hokage, der eigentlich alles wegschlitzen dürfte, was es in den Weg kommt. So wie das Ding da vor uns trifft. Wir hätten, naja, okay, das Blutkäfig ist für Hokage gleich mal so schlecht aufgehoben. Wow. Wow, Feuerbälle sind nicht lustig. Aua. So, komm mal durch. Nein. Nur ein neuer Tagebucheintrag. Mal wieder einer. Mal sehen, was schreibt der Prinz diesmal. Tagebucheintrag Nummer 10. Die Embleme auf der Burgtür sind ein Hinweis. Ich habe das gigantische Biest erledigt, was zu einem dieser Symbole passt. Und ich spüre, dass irgendetwas sich hinter den Thronraumtüren bewegt hat. Wie in einem Traum. Wie in einem Traum kann ich eins der Embleme auf der Tür glühen sehen. Mit meinem geistigen Auge. Eine wirkliche geistige Erfahrung. Wenigstens weiß ich nur, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich muss mich beeilen, weil der König an seinen Wunden verenden kann, jeden Augenblick. Aber erst muss ich mich ausruhen. Morgen werde ich den Wald betreten. Und ja, wir sind ihm schon etwas voraus. Weil wir haben schon den Wald hinter uns. Ha, und ich darf nicht vergessen, wir können fliegen. Wow. So. Und es ist manchmal wirklich praktisch, sein großes Schwert zu haben. Da ist irgendwie ein Fehler. Das Mauerstück da sollte da gar nicht sein. Oh, da können wir gerade nicht so ausweichen. Hey, Maya-Gebiet, da wollen wir doch hin. Wenn uns der Pyrit lässt. Na, er hat uns nicht ganz gelassen. Dafür lassen uns hoffentlich die Jungs hier. So. Ausweichen ist immer eine gute Idee. Du was töten. Halt grad loswerden. Wow. Und dem Eismagier ausweichen.
was. Hundi. Ich stirb Hundi. Ich habe nichts gegen Hunde, aber nicht in dem Spiel. Ja. Gucken wir erstmal hier lang. Take no damage. Das müssten wir ja hinkriegen. Ja, kriegen wir auch hin. Und was kriegen wir Schönes? Sky-Rune für den Helm. Aua. Wow, nur noch 6 Lebenspunkte. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. So, Hühnchen ist gut. Eismagier ist weniger schön. Schnell sterben, da Eismagier sind besser. Und Mimics, die auch schnell sterben. Hühnchen geworden ist jetzt sogar meine besten Freunde. Take no damage. Und, ouch. So viel zum Take no damage. Weg mit dir, verrückter Lord, und gib uns deinen Schatz. Mist, ich wollte doch drüber springen und sie ausschalten. Naja. Was haben wir dieses Mal? Eine Lich Queen, die Ektomorph ist. Ein Hokage, der... der Gegner nicht zurückschlagen kann, aber er kann auch nicht zurückgeschlagen werden. Und ein Lich King, der groß ist. Ein Lich hatten wir schon lange nicht mehr, aber ich bleib mal fürs Erste beim Hokage. So, jetzt gucken wir uns erst einmal die Ausrüstung an, die wir haben. Was wir Neues haben können. Da, die da nämlich. Brauchen wir noch etwas mehr. Traglast haben wir nicht. Müssen wir irgendwas ablegen dafür? Nehmen wir mal die Limbs. So. Sieht zwar nicht wirklich silbern aus, aber egal. Jetzt haben wir Sharon einen Haufen Gold gegeben. Aber wir haben eine neue Brustrüstung, das heißt mehr Verteidigung. Wow. Böses Auge. Und da war wieder ein Zombie und aua, Stacheln sind böse. Und da war wieder nur ein Sack in der Truhe. Aua, das war nicht so, wie ich es geplant hatte. Da wollte ich eigentlich jetzt voll konzentriert durch, aber na gut. Und hier ist nur noch ein Box. Aber etwas Geld. Techno Damage ging leider schief. In so einem Fall braucht man wirklich gut, dass man so einen Charakter ohne Fußputz hat. Und nein, böser Teleporter. Du wirst gemieden. In die Richtung so. Okay. Hier kommen wir nur ran, wenn wir ein Zwerg wären. Oh, der Bossraum. Also den Boss, den wir schon erlegt haben. Der hat sicher Hühnchen für uns. Ja, hat er. Ja, in dem Raum ist eine Truhe. Wow. Schnell runter hier. Oh. Oh, ich sehe den Raum unter uns. Achso. Ja.
Hier ist aber wieder eine Truhe, die wir hoffentlich erreichen dürfen. Das war gut geaimt. So, Doppelsprung und Fliegen zusammen sind ziemlich nützlich. Hühnchen ist auch nützlich. So. Da bin ich dran. So. Und der Meier-Übergang. Sehr schön. Den Pyriten erledigen. Und das ist ein großer Raum. Hilfe. Du bist kein netter Ding, was? Und ihr seid auch nicht nett. Aber ihr bewacht das Ranger-Thema. Ganz schnell weg da. Und wir sind wieder gestorben. Das war kein guter Run dieses Mal, muss ich ehrlich zugeben. Oh, ein Spelunker. Okay, mit dem machen wir jetzt noch einen Versuch. Schaden 1 höher. Kurz gucken, was das Ranger Cape kann. Dasselbe wie das Knight Cape und das Squire Cape zusammen. Dann nehmen wir auch gleich mal das Squire Cape. So. Hier kurz mal alles drüber gehen, dass es nicht mehr als neu angezeigt wird. So. Und dann wieder ab da rein. Mal sehen, wie lange dieses Leben anhält. Wir schaffen es schon mal wenigstens, die Gegner hier mit einem Schlag wegzukicken. Oh. Aua. Nee, das hauen wir. Hier gehe ich kein Risiko ein. Nein, ich gucke einfach mal in die Richtung weiter, weil in der Richtung scheint nicht wirklich was zu sein. Hier mal durchdashen. Ach, mit so Fighting kann ich leben. Jedenfalls bis ich die Rune habe. Skyrune für die Chestplate. Aua. Und hier sollte ich definitiv vorsichtiger sein. Einfach weg hier. Ah, noch ein Tagebucheintrag. Was schreibt er diesmal? Nummer 11. Dieser Forest ist. Dieser Wald ist nicht so wie die, die ich bis jetzt gesehen habe. Er ist beides. Friedlich und. Und zum verrückt werden. Ich stand auf einem Grashügel neben einer riesengroßen Schlucht, so weit und tief, dass es mich auf einmal verschlucken könnte. Ich habe immer noch kein Echo von dem Felsen gehört, den ich da reingeschmissen habe. Ein einziger Fehltritt und mein Fall wäre ewig.
Es ist ein wirklicher Horrorgedanke. Eine Ewigkeit in Dunkelheit ist noch erschreckender als jedes Biest, gegen das ich bis jetzt gekämpft habe. Wenn ich falle, was wird mich zuerst töten? Der Hunger oder ich mich selber? Nebenbei, ich benutze die Schlucht im Wald als mein persönliches Klo. Ich frage mich, ob ich in eine andere Dimension kacke. Ja, toller Tag. Ich glaube, der wird langsam verrückt. Hier gucken wir mal, dass wir so schnell wie möglich rauskommen. Wow. Das hier töten wir. Das müssen wir töten. Aua. Müsste das sein? Und ja, ich muss mich dringend über diese Flugkrone gewöhnen. So, wieder du was. Ist schön, dass ich sogar als Spelunker die Ritter one-hitten kann. So. Mal gucken, was in dieser Truhe ist. Gold. Schönes Sümpchen. Hey. Blödes Auge. Defeat all enemies. Das mache ich gerne. Defeat all enemies ist immer toll. Außer wir haben einen Zombie-Schuh. Wow. Der war knapp besiegt. Wow, das müsste es gewesen sein mit Defeat all enemies. Jetzt nur noch halt zur Truhe kommen. Retaliation-Rune für Bracers. Hm. Die wirft Schaden zurück, soweit ich weiß. So, jetzt will ich hier oben hin, weil hier sind noch zwei Truhen. Und hier ist der Bossraum. Ich weiß, es gibt noch etwas Chicken. So, dann versuche ich noch an die Truhen hier unten ranzukommen. Ah, noch etwas Chicken. Wieder. Den Scharit ausschalten. Den Zombie kann ich bestimmt nicht. Doch, den konnte ich noch vorne hinten. Okay, was ist hier? Ja, ein großer Raum. Noch ein Tagebucheintrag. Will ich den lesen? Nummer 12. Ich habe eine Lösung zu meinem Hungerproblem gefunden. Der Wald hält eine endlose Menge an delikaten Pilzen. Und in diesen Pilzen sind Hühnerbeine und auch Goldmünzen und Fiolen mit Wasser. Ich habe einen Baumstumpf zerschlagen und einen Sack mit Geld fiel raus. Irgendwie fühlt es sich an, als ob ich verrückt werde. Und außerdem, was ist mit dem Mond los? Er ist so groß. Oh ja, der wird verrückt. Die Pilze bekommen ihn wohl nicht ganz.
So, jetzt hier durch. Hoffe ich mal. Und ja. Wow. Kommen wir hier so hoch? Nein, kommen wir nicht. Aua. Und das war's. Nur eine Reihe voll gemacht. Gar nicht mal so schlecht für einen Spelunker. Und etwas Gold gemacht. Aber gut. Damit mache ich jetzt mal wieder einen Cut. Bis dann.